Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Siedler des Erbes der Könige. Ich habe jetzt die Minen, wie ich versprochen habe, gebaut und ich kann schon wieder nicht reden. Hier ist wie gesagt diese Insel und ich habe aber diesen Landzugang, der müsste hier sein. Oder hier. Nicht gefunden, aber die ist sehr streng bewacht, deswegen... Ich wurde auch noch nicht angegriffen, was heißt, dass entweder meine Anwesenheit noch nicht bemerkt wurde oder sich diese Karte relativ friedlich im Vergleich zu Avalons verhält, weil da wurde ich ja ständig angegriffen. Und ja, ich habe hier die Minen gebaut und bis jetzt ist noch nichts passiert, also schätze ich mal, dass das schon in Ordnung geht. Ich habe mir überlegt, ob ich noch eine Schmiede baue. Weil sonst kann ich ja die Dings nicht weiterbilden und ich glaube, das mache ich auch. Ich habe nur nicht genug Leben. Ja, ich glaube aber wirklich, dass ich das mache. Was ich auch unbedingt brauche, ist Metallurgie. Denn, ja, ich brauche halt wirklich meine Kanonentürme. Und da ist halt das Problem wirklich, dass ich, ja... Ich brauche jetzt wirklich den Rest der Siedlung für meine Truppen, aber ich brauche noch eine Alchemistenhütte, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Das ist das Problem. Erstmal baue ich jetzt hier die Schmiede, denn die ist essentiell. Die ist wirklich essentiell. Und danach werde ich entscheiden, was ich jetzt noch weitermache. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal Legierungen erforschen lassen. Dann habe ich nämlich schon mal eine Basis. Dann kann ich, wenn ich meine... genau, ich brauche noch eine Universität. Oh Mann, oh Mann, ey. Ich werde die jetzt erstmal zu mir ziehen. Wir erledigen das. In Ordnung. Und werde mich dann hier mit meinen Truppen sammeln und erstmal hier das ganze Holz wegkloppen lassen. Damit da ein paar Türme hinpassen, weil... Ich brauche ein bisschen Verstärkung da dann, glaube ich. Nee, nicht. Ich hab getan, was ihr wollt. Gut. Ein Schmied beginnt mit der. Ich kann eine Zitadelle bauen, das freut mich. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Was ich aber noch nicht kann, weil ich noch nicht genug Lehm habe, was aber nicht schlimm ist. Gut, hier wird auch noch weiter schön Holz gehackt, damit ich immer mehr Bauplatz habe. Das gefällt mir. Ja, meine Produktion steht eigentlich soweit. Also, jetzt kann ich erstmal beruhigt ein paar Truppen bauen lassen. Also so zwei Trupps ausgebaute Schützen, zwei Trupps ausgebaute Schwertkämpfer, zwei Trupps ausgebaute Speerträger und dann werde ich mich eher auf Kanonen konzentrieren. Also ich schätze nicht, dass ich Pferde baue, weil das ist dann eine zu... Also ich muss mich jetzt ein bisschen spezialisieren, schätze ich mal. Nämlich werde ich mich auf die Kanonen konzentrieren. Ich kann auch eine Kanonengießerei bauen. Damit die Kanonen schnell vor Ort sind auch. Ich werde schon mal die Schwertkämpfe auf die zweite Stufe ausbauen lassen. Weil ich glaube, es wird erstmal die zweite Stufe bleiben. Weil ich glaube nicht, dass das Lager da drüben sehr, sehr stark befestigt ist. Ich kann mich aber auch täuschen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Dann baue ich Zahnrad, das brauche ich ja für die Ballistertürme. Ihr geht mal hier hin in die Mitte. Ja. Euch brauche ich nämlich später für die Türme. Okay. Das Einzige, was wir jetzt im Moment machen können, ist warten. Und warten, warten, warten. Denn, ja. Ich kann im Moment nichts anderes tun. Na, die Truppen da von der Insel lassen mich in Ruhe. Die wissen ja nicht, dass sie einen kleinen Landzugang haben. Don't tell on me. So.
Hier, die Steinproduktion läuft auch. Die Schwefelleute sind auch happy. Also hier werde ich, wie gesagt, noch nicht Winter machen lassen. Ich habe zwar gesehen, dass ich jetzt mit dem quatschen kann, aber ich werde noch nicht mit dem quatschen. Hier ist ein zugeschütteter Lehmschacht, aber den werde ich nicht bauen, weil dann sehen die mich. Ich bin jetzt erstmal so unauffällig wie möglich. So, jetzt habe ich erstmal gleich Langschwert. Nee. Doch, Langschwertkämpfer, oder? Heureka. Breitschwert. Stimmt, vorher war Kurzschwert, jetzt ist Breitschwert. Jetzt kommt der Speerträger. Und dann noch der... Ach, den kann ich auch schon machen lassen. So. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So. Jetzt habe ich dann alle Sachen erforscht, die ich bei der Hochschule erforschen kann, die ich dann bald zu einer Uni ausbauen werde. So. Natürlich, also das, was ich habe, werde ich auf jeden Fall erforschen lassen. Ist ja wichtig und so. Ja, da kriege ich auf jeden Fall noch ein paar Truppen zusammen. Das ist echt blöd, dass ich nur ein einziges Stadtzentrum momentan habe. Das nächste kommt erst, wenn ich da die Siedlung erobere. Aber hey, mal gucken. Also, mein Fokus ist momentan echt auf die östliche Siedlung von Kerberos. Dieser schändliche Verräter. Immer dieses Warten. Immer dieses Warten auf die Technologien. Jetzt müsste ich statt Lanzenträger. Was kriege ich da? Langspeer? Nee, Lanzenträger, genau. Und Kurzbogen. Langbogen. Oh ja, jetzt latschen die viel schneller, sieht man doch. Brave Arbeiter, muhaha. Und ich glaube, ich werde jetzt noch einen Trupp bauen lassen und werde dann meine Leute da positionieren und meine Leibeigenen da Holz hacken lassen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich momentan tun kann. Und natürlich meine Universität zu einer, meine Hochschule zu einer Universität ausbauen lassen. Ihr verfügt nun über Hier muss man wirklich taktisch vorgehen. Das geht nicht anders. So. Kommt da mal hin. Hier ist noch ein Platz frei, hier sind noch drei Plätze frei. Hier ist noch ein Platz frei. Die finden schon einen Platz. Oh, ich habe kein Geld mehr. Bing! Naja, das ist jetzt nicht so dramatisch, weil... So. Ich speichere jetzt auf dem Quick Save. So, und jetzt werde ich euch, meine Lieben, erstmal hier hinschicken. So soll es sein. Ihr seid Gruppe 1. Und euch werde ich auch hier hinschicken. Ja, ist gut. Ihr braucht mehr Holz. Ich habe kein Holz. Aber gern. Ausbau fertig. Jo, hier ist nämlich quasi ein Knotenpunkt. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Selbstverständlich. Genau, so Elias, schickt ihn vor, genau. Ja. Helias meine ich natürlich. So. Jawohl. Ja.
Ah, da ist der Leibeigene. Perfekt. Und hier muss ich hoch. Ich werde aber hier erstmal, wie gesagt, erstmal Türme bauen lassen. Und sofort erstmal Metallurgie, damit ich Kanonentürme machen kann. Bin ich nicht ein schlaues Mädchen? Dankeschön. Nee, Spaß. Eigenlob stinkt. Sag ich immer wieder. So. Perfekt. Ihr hackt mir mal das ganze Holz hier weg. Ihr seid mal Steuerung 2. Den kann ich nämlich noch... ich würde ihn ja gerne bauen, aber dann habe ich so schnell keine Sachen mehr. Keine. Hierfür benötigt ihr mehr. Und ich habe keinen Taler mehr. Ich werde keine Bank bauen. Eine Bank ist Luxus. Und Luxus kann ich in dieser Karte nicht gebrauchen. Luxus ist was für Weicheier. Leute, nein. Natürlich. Hakt hier. Es ist Zeit. Nur die gröbsten. Ah, ich kann... Nein. Ich wollte nicht. Egal. Dann habe ich halt den, der... Ja. Mit Holz hackt. Oder nee. So. Mit Lehm. In Ordnung. Dario, könntest du mal... Zeig uns den Weg. Deinen Falken schicken, das wäre super toll. Aha, aha, aha. Mauern, Mauern, Tor, Kanonenturm, Kanonenturm. Heureka. Okay. Türme. Türme. Aber wir werden nicht angegriffen, das ist schon mal wichtig. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung, Holzgefällt. Leibeigene, versuch dich nicht rauszureden hier, ne? Es kann mir gehen, dass so schnell was von dem. Gut, wir haben Metallurgie erforscht. Wir könnten sogar hier wirklich die Kanonengießerei bauen, aber... Dann bräuchte ich ja noch einen Bauern und ein Häuschen und... Ah, was das alles kostet. Naja, zuerst mal baue ich hier dann einen Turm hin. Am besten man baut hier 4 Türme hin. Denn, ja, 4 Türme sind 4 Türme sind 4 Türme. Und natürlich dann nicht vergessen, wenn man in der Siedlung ist, dann auch, wenn man die Kanonentürme zerstört hat, viele Kanonentürme bauen. Hier kann mich echt keiner angreifen. Das gefällt mir. Natürlich. Baut mir den Turm. Die kosten nicht viel. Ja, ich glaube, ich baue wirklich dahinter eine, also hier irgendwo eine Kanonengießerei. Oder, ja, Kanonengießerei ist es. Und dann kann ich da die hinbauen. So. Dich baue ich aus. Überall Mauern, die kann ich alle kaputt kloppen diesmal. Ha! Aber es scheint, als wären da wirklich nur Kanonentürme, die bewachen. Das Gebäude ist ausgebaut. Schön, dass sie jetzt ausgebaut sind. Es ausgebaut ist, das Gebäude. Ja, ja. So. Okay. Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt die Türme hier hinbauen und die Kanonengießerei gleich dahinter. Damit ich dann auch gleich im nächsten Video das in Angriff nehmen kann und hoffentlich die armen Leute befreien werde. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Die Siedler, das Erbe der Könige. Also, bis dann. Ciao.